Franz Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Langweilig? Ich denke darüber nach, dass wir Richtung Heimat fahren. Richtung Cinzia. Und immer noch keine Ladung haben. Ja, ja, und wie sollst du dir das alles jetzt erklären? Tja, darüber denke ich zum Beispiel nach. Sag mal, Franz, was hältst du davon, wenn du sie erstmal anrufst? Ja, und gemeinsam mit ihr nach einer konstruktiven Lösung. Ganz unter Partner, verstehst du? Oh nein. Wenn ich sie anrufe, dann wird das wieder so persönlich. Ich habe nein gesagt. Wir werfen eine Münze. Einverstanden? Nein. Bitte, hier. Na gut, Kopf. Oh. Zahl. Das gilt nicht. Zahl. Du rufst sie an, keine Ausrede. Come stai? Io bene, grazie. Aber unserer Firma geht's nicht so gut. Ah, mach dir keine Sorgen. Wir haben eine schöne Ladung aufgetrieben. Wenn ich dir sage, 20 Tonnen Käse. Hartkäse aus Edam. Und wo ist Günther? Der macht gerade die Papiere klar. Weißt du, hier geht doch alles drunter und drüber. Du weißt schon, die Folgen des Streiks. Ich erwarte euch übermorgen alle spätestens. Und dass ihr mir ja keine Anhalterin mehr mitnehmt. Nein, natürlich nicht. Nein. Hast du hier Augenblick, so mal. Augenblick. Also, Cinzia, tschüss dann, wa? Tschüss. Du hast gesagt, ich soll anrufen, also habe ich sie angerufen. Na und, was hat sie gesagt? Du, sie war wahnsinnig nett. Ach. Sie hat sich gefreut, dass wir eine Ladung für sie haben. Sie hat eine neue Ladung für uns? Nein, wir für sie. 20 Tonnen Käse, Hartkäse aus Edam. Du hast ja erzählt, dass wir eine Ladung Käse haben. Ja, soll ich sie wieder anrufen und sagen, dass ich gelogen habe? Und sowas will mein Freund sein. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Wo ist eigentlich dein Optimismus geblieben? Mensch, was hat die Frau aus dir gemacht? Wir fahren einfach los, reißen 20 Tonnen Hartkäse auf und fertig ist die Laube. Jawohl. Ich habe wirklich langsam den Eindruck, dass deutsche Fahrer hier boykottiert werden. Ach so, da könnte eine unbrauchte Rede sein. Ich würde das nicht persönlich nehmen, Jungs. Wir waren jetzt in genau 15 Fabriken. Ich weiß vor lauter Käse nicht mehr, woher die Milch kommt. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Das tut mir leid. Ich habe wirklich nichts für dich. Hier. Nein, danke, danke. Proviant. Und nehmen wir nicht so tragisch. Der hat gut reden. Wie war das noch? Wir fahren jetzt los und holen uns irgendwo eine Ladung Käse. Wer hat auch gelacht. Ja, ja, ist ja gut. Aber sollen wir es noch mal mit Tulpenzwiebeln versuchen? Käse gibt's jedenfalls genug. Aha, aber nicht für uns. Nicht für Willers und nicht für Meerstorm. Hey, wir beide. Sie können mal über die alte Kirche in Almeide probieren. Vielleicht hebben die was.
Wenn die hier alle eine Fracht suchen, sind wir ganz schön spät dran. Was ist denn dein Optimismus geblieben, Franz? Mensch, Günther! So gefällst du mir, ist ja wie früher. Sag mal, ist das nicht? Günther, Auge, Rückers! Ist das dein Laden hier? Ja, natürlich! Komm, das müssen wir feiern. Setz euch! Danke. Danke, drei großen Bier. Das ist krassig. Sag mal, bist du runter vom Bock? Ja, aber nicht ganz freiwillig, kannst du nicht glauben. Das rechte geht noch, aber das linke, völlig steif. Auf jeden Fall, es ist ja schon schwer, wenn dir einer entgegenkommt. Aber gleich zwei und dann auch noch nebeneinander. Das sind die Situationen, von denen man manchmal träumt. Ja, ja. Trinken wir darauf, dass wir alle drei hier sitzen. Ich freue mich. Prost. Prost. Und bei euch? Alles in Ordnung? Ach doch. Man hat uns gesagt, dass du uns eventuell eine Fracht besorgen könntest. Ja, wir sind jetzt nämlich selbstständig. Kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein, aber so eine Fracht könnten wir gut gebrauchen. Hab noch einen Laden. 80 Tonnen Zinn nach Duisburg. Aber ist leider vergeben. Oh, verdammt. Karl, du warst unsere letzte Hoffnung. Ich würde euch wirklich gern helfen. Schon wegen der guten alten Zeiten, die nie wiederkommen. Aber ich kann es eigentlich nicht machen. Verlangt ja keiner, dass du wegen uns einen anderen Kumpel hängen lässt. Was heißt hier Kumpel? Außerdem, er lässt mich hängen. Er ist 2 Stunden zu spät. So, das wäre doch aber eine andere Situation. Ja, wir könnten sofort losfahren. Wir könnten sofort losfahren. Wisst ihr was? Ich gebe euch die Ladung. Hier, sagt ihr dazu. Karl, das tut uns einen Riesengefallen. Was kriegst du denn dafür? 200. Und die Freunde. Komm, 200, wir brauchen die Fracht dringend. Prost. Prost. Alles klar? Wo bleibst du denn so lange? Ah, ich Scheißgeil, ist wieder mal hier angesprungen. Die Geschichte habe ich schon öfters von dir gehört. Ja, ich spüre schon. Und dann haben wir die Ketten aufgesogen. Morgens um 3 bei 32 Grad. Unter Null. 71 am Brenner. Das sind mir die Finger abgelaufen. Was willst du hier? Geh zurück in den Kongo, da fährst du bestimmt weniger raus. Mensch, Karl, ich möchte nur meinen Fachbrief holen. Welche Fachbrief? Ich hab dir doch gestern 100 Gulden für die 10 Pfund auf Duisburg bezahlt. Ah, du warst das. Du bist zu spät dran. Ja, weißt du, mein Auto ist wieder mal die Gang gesprungen. Dein Pech. Ich hab den Brief jedenfalls schon verkauft. Für 200 Gulden. Ja. Also dein Geld zurück. Kauf dir ein paar Bier. Das geht aber nicht. Was geht das? Du musst eben pünktlich sein. Anke, ein kleines Bier für Kass. Ich will kein Bier. Ich will meine Fracht. Und zwar sofort. Ich lass mich nicht von jedem verarschen. Bist du verrückt geworden? Hey, lass ihn los. Wir haben die Fracht jetzt. Gib das hier. Tut mir leid, Kumpel. Das brauchen wir genauso wie du. Oh, du warst ja nicht pünktlich. Ja. Das ist mir scheißegal. Ich werde euch zeigen, wer die Fuhre macht. Nee, nicht doch, Kumpel. Guck mal, ich hab hier den Frachtbrief. Und den nehme ich jetzt mit. Und dann ist die Sache erledigt. Idiot hat die Fracht jemand anders gegeben. Ach, halt doch die Klappe, du hast wieder mal versagt. Aber Herr Lin, das war ein ganz gemeiner Trick mit Flaschen und so. Außerdem waren sie zu zweit. Ich kenne aber auch einen neuen Trick, habe ich in den Kongo gelernt. Nächstes Mal mache ich sie fertig. Ich muss euch unbedingt noch erzählen, wie mir der Elefant aus dem Auflieger entgegenkam.
Ich weiß ja heute noch nicht, wie der reinkommt. Charles, Peter, ich muss jetzt erstmal seine Wahnsinnsrakete holen. In dem Zustand fährst du nicht mit meinem Auto. Gunter, Gunter, du darfst nicht fahren, du musst noch saufen. Erstmal muss ich schlafen, da hat er recht. Wiedersehen, Karl. Gunter, fahren, Gunter, fahren. La Paloma, olé. Einmal muss es vorbei sein. Ja, la, 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 la. Entschuldige, es war ein reiner Reflex. Außerdem war es nur der Mülleimer. Besser ist, du schläfst auch erstmal eine Runde. Klautzacke. Wenn Sie Hunger haben, greifen Sie zu. Danke, ich habe schon gefrühstückt. Mach du das. Ich fühle mich heute ein bisschen schlapp. Wissen Sie, der Arzt hat mir Süßigkeiten verboten. Frische Luft offenbar auch. Wow. Ganz schön anstrengend, so eine Füße jetzt. Schweiß treibt. Damals Import-Export GmbH-Wahl. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung, Frau Birnberg. Ja, aber wieso denn? Sie müssen 5 Stunden im Büro sein. Also keine Pause, ne? Weiß Bescheid. Da kann man dann wohl nichts machen. Ich bin eben ein hoffnungsloser Fall. Keiner liebt mich. Machen Sie sich nichts draus, mich liebt auch keiner. Sie sind auch nicht verheiratet. Nur mit meinem Lastwagen. Vernünftig. Viel Spaß mit meinem Zinn, Herr Mirstung. Danke. Wiedersehen. Ich muss noch mal ins Lager. Alles in Ordnung? Jo, alles klar. Na, wie war's denn? Nette Leute in der Firma? Leger, sehr leger, die Leute. Raus, ausgeschlafen? Du hast es gerade nötig, du. Ja, dann fahren wir mal. Jo. Deinen Rennwagen holen. Ich meine natürlich meinen Rennwagen. Trotzdem schon bei Kinderdeig. Ja, ja, mit meinem Auto fährst du anständig, du. Franz, du kennst mich doch. Goedemorgen, dit is de Vara op Hilversum 3. Het is 6 uur, tijd voor de lollipops. Oioioi, die sind ja schrecklich, die Lollipops. Fliegender Holländer.
Volgende plaats staat in de hitparade al op nummer 3. U weet dus al wie het is. Hier is ze weer met haar titel De Wereld is Rond. Guten Morgen, liebe Freunde, Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Heute möchte ich Ihnen eine neue Gruppe vorstellen. Die holländischen Lollipops. Hat der einen geladen? Ich muss sofort telefonieren. Mach einfach. Ja, ich mach schon bellen. Das will ich, ich will nicht bellen, ich will mit der Polizei telefonieren. Und zwar jetzt. Ja, ja, ich bin ja gleich. Bitte, kommen Sie raus. Es geht um Leben und Tod. Entschuldigung. Danke. Hallo? Ist da die Polizei? Ich habe einen Mann überfahren. Mit dem Lastwagen. Augenblick. Fräulein, wie heißt denn das hier? Ich land Tiersdijk. Hallo, ich land Tiersdijk. Moment mal, Fräulein! Bringen Sie einen Notarztwagen mit? Einen Notarztwagen! Danke. Kann ich mal Ihr Rad ausleihen? Ja, als je niet te snel fietst, anders gebeurt er nog een ongeluk. Sie uns angerufen? Ja. Nein. Doch. Was haben wir denn diesmal auf dem Herzen? Ein Unfall. Ein Unfall? So, so. Und wo? Hier. Wenn man fragen darf? Hier. Ja, ja. Bitte? Ich bin von hier gekommen. Hier. Da sehen Sie noch die Bremsspur. Ja, ja, das sehe ich selber. Aber wo ist der Verletzte? Wo ist der Lastwagen? Wo ist der Unfall? Hm? Aber vielleicht sieht der Meeresdunk, was wir nicht sehen. Vielleicht sind wir beide blind. Ich kann Ihnen das erklären. Ich kam ja, von ja, da. Ja, hören Sie, Freundchen, wenn Sie wieder mal Streit suchen. Ich suche keinen Streit, ich suche meinen Lastwagen. Ja, 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 geben Sie mir mal Ihre Papiere. Wollen Sie mir nicht helfen, den Lastwagen zu suchen? Ganz ruhig, eins nach dem anderen. Erstmal die Papiere, nur zu meiner persönlichen Beruhigung. Die sind im LKW. Ja, ja, und wo ist der LKW? Das weiß ich nicht, Himmelarsch und Zwirn. Oh, prima, das wird teuer, hä? Das diesmal kriege ich Sie, hä? Polizei verarschen. Ich will nicht die Polizei verarschen. Ich bin verarscht worden ja, ja, und muss außerdem dem Angler das Fahrrad wiederbringen. Ja, 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 natürlich. Sag mal, wie fährst du eigentlich mit meinem Auto? Und tu mir einen Gefallen, frag mich nicht, wo der Lastwagen ist. Also gut, frag ich dich eben nicht, wo der Lastwagen ist. Seht da, mein anderer deutscher Freund. Das habt ihr euch fein ausgedacht. Was denn? Dieser unschuldige Blick, wirklich raffiniert. Ihr wollt einen Lastwagen als gestohlen melden, den es gar nicht gibt. Bei uns heißt das Versicherungsbetrug. Moment mal, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja, dürfte ich jetzt erst mal Ihre Papiere sehen, bitte?
Wozu denn? Sie wissen, dass der Wagen ihm gehört. Ach, er will uns wieder mal erklären, wie wir unseren Dienst tun sollen. Zu Güte, die Papiere und zwar ein bisschen plötzlich. Die habe ich in meiner Tasche im Lastwagen. Ja, natürlich. Ihr seid verhaftet. Alle beide. Anpa Hao Shenzhen, Qingtian, Wo Yu Sipin, Lama Shenzhen. Doi Bu Qi, Heng Hao, Heng Hao. Ni Yu Si. Dass du die Aufmerksamkeit der Polizei erregt hast. Ich? Du kommst doch auch, Gordon. Ich war auch seit gut lang, ich hänge mal an. Simo Chokum. Jusimus. Hallo! Hallo! Hey! Was hat er gesagt? Wir müssen das Zinn verladen und den LKW verschwinden lassen. Meine Herren, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir jetzt alles überprüft haben. Gut, wie viele Jahre kriegen wir? Ja, ein Versicherungsbetrug und noch Lage der Dinge wohl nicht in Frage. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid Ihnen das alles wieder tut. Genau. Ach, wissen Sie, wir machen immer wieder mal gerne eine kleine Pause bei Ihnen. Es ist mir auch jedes Mal wieder ein besonderes Vergnügen. Wir werden nach Ihrem LKW selbstverständlich sofort eine Fallnummer rausgeben. Na wunderbar. Dann möchte ich gerne mal telefonieren. Auf dem LKW war nämlich eine Ladung Zinn, die gehört der Firma Lammers, an die man sich freuen. Ja. Ich weiß nicht, wer die Ladung Zinn geklaut hat. Ich tue, was ich kann. Ach, was war? Ich hab dir immer gesagt, stell eigene Fahrer ein. Nein, es ist blödsinnig und umständlich, alles über Karl laufen zu lassen. Aber du warst ja zu faul dazu. Es hat doch alles prima geklappt. Keiner hat was geahnt. Eine stinknormale Ladung Fisch. Zinn. Und warum ist dann auf einmal der Wurm drin? Was ist los bei euch? Weil ich glaube, dir wachsen die Dinge etwas über den Kopf. Ich werde morgen kommen. 10.30 Uhr. Undichte Stelle bei mir. Ich denke, ihr seid in Duisburg. Wir wollten gern wissen, wie die Geschichte mit dem Elefanten zu Ende geht. Was ist denn los mit euch? Wer war der komische Vogel, der gestern Abend die Zinnfuhre haben wollte? Gas. Wieso? Stinkt was nicht? Was schaut ihr mir so an? Ich wollte euch einen Gefallen tun. Noch so ein Gefallen und wir können gleich bei dir hinterm Tresen anfangen. Unser LKW ist weg, mitsamt der Fuhre. Dumme. Sag mal, hattest du schon öfter Ladung von der Firma Lammers? Ja, alle zwei Wochen. Immer dieselbe Ladung. Immer dieselbe Route. Zinn nach Duisburg. Ist nie was gewesen. Das ist typisch. Kaum tauchen wir auf, ist die Kacke am Dampfen. Also, wo wohnt der Kass? Er wohnt an einer alten Mühle. Oben am Deich. Meint er, er hat mit der Sache was zu tun.
Ja, met Cas. Cas. Cas, lul, je kent me toch, ik ben een nieuwe man. Schiet op, geef me Ling. Ling! Ja. Ling, ja. Ja, ik ben Cas. Ja. Ja, ik ben jetzt fertig, we hebben umgeladen. Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Aber wo soll ich den LKW denn hinbringen? Hallo, Cas. Du hast nicht zufällig unseren Lastwagen gesehen, ne? Lastwagen? Ich? Ich hab nichts gegen dich, wirklich. Ich will nur den LKW. Der Luft, Mensch! Lass mich runter! Wieder da rechts. Mit Gott, schneller kannst du nicht schneller fahren.
Los, fahr schneller! Geht nicht! Geh nicht schneller! Warte, du! Dich krieg ich noch! Du Glatzkopf, du! Pass auf! Hallo? Jetzt bin ich sicherlich dran schuld, dass das Auto so ein bisschen... Aber der andere Typ da in dem anderen LKW, der hat das Ding geklaut. Wollen wir nicht die Verfolgung gemeinsam aufnehmen? Nee? Na gut, dann verhaften Sie mich eben wieder. Hau sie ab! Hau sie ab, Mann! Was? Gehen Sie mir aus den Augen! Ich will die nicht mehr sehen! Jetzt nicht die Nerven verlieren. Und Ihren Freund auch nicht! Nicht so blöd, wie ihr gedacht habt, hä? Eben! Sperrt ihn ein! Wir hauen da mit deiner Karre ab, die Rest erledigt die andere. Das geht aber nicht! Wieso denn? Ich steh noch bei Lammers. Hey, wo ist dein Kollege? Welcher Kollege? Der hier gesessen hat mit den Mandelaugen. Das weiß ich nicht. Jetzt wird hier mal zur Sache geredet. Was machen Sie denn da? Würden Sie bitte... Halten Sie sich da raus. Also, wo steckt der Kerl? Der Saka. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich im Lager. Würden Sie bitte meinen Geschäftsführer loslassen? Das ist Ihr Geschäftsführer? Mhm. Ach, dann sind Sie der Herr... Lammers, gerade aus Thailand zurück, um hier mal nach dem Rechten zu sehen. Es tut mir leid, dass wir gleich bei unserer ersten Zusammenarbeit so viel Ärger haben. Aber ich finde, wir sollten jetzt alle an einem Strang ziehen. Ich fürchte nur, da wird der Herr Wahl nicht mitziehen. Der steckt nämlich mit diesem Saka unter einer Decke. Was reden Sie denn da? Saka und ich sind zwei loyale Mitarbeiter dieser Firma. Dass ich nicht lache. Saka hat das Zinn geklaut. Freilich, was ist hier eigentlich los? Saka ist einer unserer besten Leute. Deine Intelligenz ist wirklich beachtlich. Saka ist die undichte Stelle, du Idiot. Wir müssen ihn unbedingt finden. Jetzt müssen wir erstmal Villas, meinen Kompagnon, finden. Und ich bin sicher, dass er uns da weiterhelfen kann. Ich kenne keinen Villas. Wal, sollte ich feststellen, dass du der Sand im Getriebe meiner Firma bist? Dass hier hinter meinem Rücken krumme Touren laufen? Da ist er ja, unser Freund. Kennst mich noch nicht, du. Hey! Jetzt werden wir bald
erfahren, was wir wissen wollen. Wo will er es, will ich wissen? Anarcho, bravo! Der hat das Sinn! Aha! Sperr Saka ein und komm mit allen Leuten zum Lager suchen von Herrn Po. Das mach ich, Chef. Ich will Ihnen ja nicht in Ihr Geschäft reinreden, aber dem Wahl kann man doch nicht trauen. Ich weiß, aber ich brauche jetzt jeden Mann. Dieser Herrn Po will mich schon lange fertig machen. Ich heiße übrigens Freddy. Franz. Ready. Also, wenn bald wirklich etwas hinter meinem Rücken fingert. Dazu sieht er eigentlich zu blöd aus. Man darf ihn nicht unterschätzen. Hier ist der Typ, der Fisch frischt, ohne angeln zu können. Nicht schneller. Weißt du, warum alle so scharf auf unsere Zinnladung waren? Na klar, weil sie Diamanten drin geschmuggelt haben. Hast du gesehen? Ich hab da Augen im Kopf. Jetzt kann der Paul aber etwas erleben. Was ist das denn? Das ist unser Chef, mein Herr Lammers. Da sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, ich geh weg. Hey! Schätze, jetzt haben wir schön Scheiß am Hals. Jetzt mache ich euch fertig, alle drei. Was? Du solltest es vielleicht lieber noch mal in der Fremdenlegion versuchen. Das Leben hier draußen in der Freiheit ist zu hart für dich. Schätze, wir geben Wahl bei der Polizei ab. Das war genau mein Gedanke. Thank you.
Letztes. Aber Freddy, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin enttäuscht von dir. Sehr enttäuscht. Verhaften Sie den Mann. Ich muss leider Anzeige gegen meinen Geschäftsführer Flores Wahl erstatten. Er hat mein Vertrauen schändlich missbraucht und hinter meinem Rücken Diamanten geschmuggelt. Das wird Sie einige Jahre Gefängnis kosten. Freddy, das ist wirklich gemein von dir. Bis du rauskommst, hat sich auf dem Heiratsmarkt bestimmt etwas getan. Ich halte dich auf den Laufenden. Und jetzt halt gefälligst die Klappe, sonst kriegst du lebenslänglich. Abführen. Nein. Nicht schon wieder. Ihr habt keinen Einsatz mehr ohne uns. Das sind meine deutschen Freunde, ohne die Aufklärung dieses Falles nie möglich gewesen wäre. Sie wollen sicher die Papiere sehen. Die haben wir nämlich heute zufällig mal bei uns. Nein, möchte ich nicht. Aber Ihr Waffenschein hätte ich gern. Mein Waffenschein? Aber das ist nicht meine. Wissen Sie, wie ich daran gekommen bin? Gestattet, dass ich das übernehme. Wie viel? 1000 Gulden oder ein Monat Gefängnis. Rest für Sie. Und wisst Danke. Ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir feiern. Halt! Aber vorher schreiben wir alles auf. Wisst ihr, als Kleinunternehmer seid ihr sowieso die ärmsten Schweine der Welt. Ha. Da hast du aber recht, Freddy. Wie viel Kapital steckt in der Firma? Oh, weißt du, wir haben eine Partnerin. Also. Heißt das, ihr könnt über euer Kapital nicht frei verfügen? Doch, doch. Ich habe noch einen sehr hübschen Sportwagen, den könnte ich flüssig machen. Und ich kann über einen LKW jederzeit verfügen. Ja. Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, im Ausland zu investieren? Das ist zu gefährlich für uns. Mit Geschäften sind wir bisher immer auf die Nase gefallen. Ich weiß ja nämlich etwas für euch. In Thailand. Thailand? Oh, da waren wir ja noch nie. Ich bin dort beteiligt an einer Zinnmine. Und ich könnte euch einen Exklusivvertrag anbieten. Zinntransporten vom Süden, vom Slonga nach Bangkok. Zinntransport? Ist da was drin für die Fahrer? Hm? Umgerechnet etwa 3000 D-Mark für jede Fuhr. Steuerfrei. Und wie viele Fuhren sind das im Monat? Eine pro Woche. Freddy, warum willst du es ausgerechnet uns beiden anbieten? Ist doch ein Haken dabei, hm? Ich mag euch einfach. Naja, um ehrlich zu sein, die Strecke da in Thailand ist ziemlich schwierig und nicht ungefährlich. Der Zinnpreis steigt aber ständig und da könnte ich zwei so Profis wie euch gut gebrauchen. Kommt alles ein bisschen plötzlich. Ja, aber 12 Mille im Monat, da muss eine alte Frau ganz schön lange für strecken. Also Franz, komm, wir haben gerade mit der eigenen Firma angefangen. Wenn es mit der nicht klappt, dann kommen wir dich in Thailand besuchen. Da hat er völlig recht. Warum sollen wir beide uns in Asien rumtreiben? Schließlich hat man ja auch noch ein bisschen Privatleben. Günther, hast du hinter meinem Rücken mit Cinzia telefoniert? Hinter deinem Rücken? Ich hab. Woher weißt du das? Guck mal da. Cinzia. Was machst du denn hier? Ist irgendwas Schlimmes? Ja, schlimm oder nicht schlimm, das ist an sich Sache. Wir sind pleite. Pleite? Du machst Witze. Wieso denn pleite? Tja, stimmt schon. Mit Geschäften sind wir immer auf die Nase gefallen. International Transports. Halt mal, ich habe eine Idee, wie wir eventuell aus den roten Zahlen kommen können. Aber du darfst jetzt nichts von der Pleite sagen. Ja, tu nicht immer so, als ob ich so viel reden würde. Hallo, Cinzia. Darf ich bekannt machen, Herr Lammers? Das ist unsere Geschäftsführerin, Fräulein Cinzia Gaiari. Ja, Freddy? Sehr erfreut. Lammers, dann sind Sie also der Mann, der meine beiden Partner fast ins Gefängnis gebracht hat. Nein, das hast du falsch verstanden. Ihm gehört nur die Firma. Das ist alles hinter seinem Rücken passiert. Sozusagen hinter unser aller Rücken. Nicht, Freddy? Ja. Ja, ihr scheint euch wirklich blendend zu verstehen. Tja, die beiden haben mich gerettet. Ich wollte mich ja bereits revanchieren und habe ihnen einen Exklusivvertrag in Thailand angeboten. Den wir natürlich sofort abgelehnt haben. Wie gesagt, Freddy, unsere kleine Firma hat alles, was sie braucht. Einen wunderschönen Lastwagen, einen schönen Sportwagen als kleine, stille, finanzielle Reserve sozusagen. Wunderschöne Büroräume und eine wunderschöne Geschäftsführerin. Au, sag mal, hast du so noch alle? Entschuldige.
Nee, ich überleg nur, überleg doch mal mit. Weißt du, unsere Firma in München, da wäre auch Thailand gar nicht schlecht. Als Abenteuer und als Abwechslung. Habe ich dich richtig verstanden? Du meinst, Thailand wäre für uns beide nur Abwechslung. Eine Abwechslung.